Hallo, Sebastian hier von Twin Peaks. In diesem Video schauen wir uns im Zonefinder die erste Option an, wie wir uns Sachen anzeigen lassen können. Und zwar das Setting Max Rig. Das ist dafür gedacht, um uns Lunden anzuzeigen, die eine Maximallänge nicht überschreiten. Ich klappe uns das hier einmal auf. Max Rig Calculation. Hier sagen wir, wie groß darf der Rig in Ticks angegeben maximal sein. Standardwerte sind hier 10, das könnt ihr euch frei einstellen. Bedeutet also, ich möchte mir Dochte oder auch Rigs anzeigen lassen, die nicht größer sind als 10. Wir sehen immer erst etwas, nachdem wir hier das Ganze einmal neu geladen haben und auch nur, wenn wir Änderungen vornehmen. Bedeutet also, wir haben jetzt hier die Option für bärische Bars, für bullische Bars und auch für Dojis getrennt zu aktivieren, was wir sehen möchten. Bei der bärischen Bar, also hier bei allen roten, möchten wir beispielsweise die Rigs entweder oben und unten sehen, nur oben, also top, nur bottom, oder bei dem längeren von beiden. Ja, das können wir bei allen einstellen. Für dieses Beispiel sagen wir jetzt einfach mal, dass wir bei den bärischen Bars nur am Top Rigs sehen möchten, die maximal 10 Ticks groß sind. Bei bullischen Bars können wir es eben auch einstellen und nehmen wir jetzt einfach mal Bottom für dieses Beispiel. Dojis möchten wir gar nicht sehen. Ja, ein Doji per Definition ist hier, wenn Open gleich Close ist und wir keinen effektiven Körper haben. Break Levels at Session End bedeutet, dass wenn die Session zu Ende ist am Tagesende, dass die Level dann auch aufhören. Damit wir jetzt hier was sehen können, brauchen wir noch weitere Einstellungen. Fangen wir an hier mit Presentation. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen Colorize Bars. Wenn das aktiviert ist, dann werden die Bars eingefärbt in der Farbe, die ich hier vorgebe und damit ja deutlicher hervorgehoben. Ich gehe jetzt hier einmal auf Aktualisieren, Reload NinjaScript. Dauert immer einen ganz kleinen Moment. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben sich hier Level gebildet. Und zwar bei den roten, also bei den bärischen Bars, immer nur am Top, dort, wo der Rig nicht länger ist als 10 Ticks. Ja, also hier beispielsweise, hier hat er sich nicht gebildet, denn dieser Rig ist deutlich länger als 10 Ticks. Und ihr seht auch schon einen Unterschied. Wir haben einmal solche dicken Linien und solche dünnen Linien. Die dicken Linien wurden noch nicht angetestet, die dünnen Linien wurden bereits angetestet. Wenn ich in die Einstellungen hineingehe, dann kann ich jetzt hier weitere Sachen einstellen. Beispielsweise Colorize Bars, wenn ich das aktiviere, geht ein weiteres Menü auf und ich kann mir die Bars jetzt einfärben lassen in einer gewählten Farbe. Ich bleibe jetzt bei diesem Purple, aktualisiere mir das und drücke F5 dafür auf der Tastatur. Das geht schneller, als das Ganze zu klicken. Jetzt sehen wir schon, alle Bars, die die Bedingungen erfüllen, werden jetzt lila eingefärbt. Ja. Jetzt erkenne ich aber nicht mehr, welche Bars bullisch, welche bärisch sind. Deshalb nehme ich mir das wieder raus. Ich aktualisiere das noch einmal, damit wir wieder unsere normalen Farben haben. Wenn wir jetzt hier noch mehr einstellen möchten, können wir beispielsweise sagen, den Bar Break Level Direction Mode. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, ob die Bar, die eine Linie bricht und damit beendet, eine bestimmte Richtung haben muss. So kann ich sagen, dass Linien nur von Bars gebrochen werden, beispielsweise hier, die negativ oder positiv sind. Ja, das kann für einige Konstellationen in bestimmten Range Charts sehr interessant sein. Auch habe ich noch den Level Direction Mode. Und zwar kann ich noch schauen, wo denn der Rig sitzen soll, ob oben oder unten, je nachdem, ob das quasi in der gleichen oder in der Gegenrichtung ist. Auch eine sehr spannende Funktion, um sich hier beispielsweise Ablehnungen sehr, sehr deutlich filtern zu lassen. Eine Starttime kann ich hier ebenfalls angeben, also ab wann sollen diese Linien überhaupt berechnet werden, zum Beispiel erst ab Start der US-Session, ab Start der Asia-Session und es wird immer die Uhrzeit im Chart gewertet, also eure lokale Uhrzeit. Beim Visibility Mode kann ich sagen, ob ich nur die gebrochenen, nur die ungebrochenen oder alle Level sehen möchte, also auch hier eine sehr hilfreiche Funktion. Hier unten habe ich noch die Möglichkeit, mir entsprechend Farben und Liniendicken einstellen zu können, auch ob sie gestrichelt sein soll oder durchgezogen, je nachdem, um diese Level so zu trennen. Ja, so kann ich mir beispielsweise hier einige Linien auch sehr dick darstellen lassen, wenn es für mich wichtig ist, und andere entsprechend etwas dünner. Das, was für mich, für meinen Handelsansatz hilfreich sein kann. Ich kann mir auch Textlabel anzeigen lassen und dann sehe ich hier auch die entsprechenden Preise, die für mich interessant sind, weil vielleicht besonders kurze Ablehnungen in bestimmten Charts sehr wichtig für mich sind, kann ich mir das dann hier entsprechend markieren lassen und dann auch hier wieder Textgrößen und Farben einstellen.
schalte das jetzt hierfür aus und gehe hier wieder zurück auf die normalen Stärken, damit uns das nicht weiter stört. Wenn ihr die Pro-Version nutzt von unserem Zonefinder, habt ihr auch noch diese Option hier, Signal. Und zwar kann ich mir hier Signale ausgeben lassen. Das ist besonders spannend, wenn ich beispielsweise Ausbrüche traden möchte, Fehlausbrüche traden möchte, wenn ich bestimmte Level so markiert habe mit Hilfe dieser Funktion, dass ich dann benachrichtigt werden möchte. Gehe ich also beispielsweise hier auf Body Touch. Ich klappe das hier oben einmal wieder zu. Ja, die Level haben wir jetzt ja. Und sage jetzt hier Body Touch, alles klar. Ich möchte, wenn ein solches Level von einem Kerzenkörper gebrochen wird, also beispielsweise hier, dann möchte ich ein Signal erhalten. Ja, also hier Calculate Signal. Ich habe hier auch immer die Beschreibung drin, wofür was da ist. Off, es werden keine Signale berechnet. Das Setting hier habe ich ja Max-Wick, Min-Wick und Both, also sprich beide. Ja, und wenn ich hier die Beschreibung einmal anschaue, dann sehe ich eben, wenn ich das Ganze auf Max-Wick stelle, dann wird nur dann ein Signal erzeugt, wenn die aktuelle Bar die Kriterien für Max-Wick erfüllt hat und ein Max-Wick-Level mit ihrem Body gebrochen hat. Ja, bedeutet also, dass ich bei dem hier, wenn ich diese Signalbar hier haben möchte, also hier soll ein Mark ausgeben werden, dann muss die eben das Kriterium für Max-Wick erfüllen. Und wir sehen ja hier schon an der Linie, dass das Kriterium erfüllt ist, sonst gäbe es ja diese Markierung nicht. Also stelle ich das hier mal auf Max-Wick. Dann habe ich noch die Option Bar-Close-Mode. Das geht eben auch nochmal auf, dass ich sage Body, Wick oder Bar. Ja, also in dem Fall Body. Ein Signal wird erzeugt, wenn ein erzeugtes Level von einer Bar gebrochen wurde und das Close der aktuellen Bar im Body der erzeugenden Bar liegt. Als Beispiel. Also das Close müsste dann dafür im Körper von dieser Bar hier liegen. Ja, und so haben wir hier auch noch ganz viele Filtermöglichkeiten, mit denen wir spielen können. Für unser Beispiel lassen wir das auf Off. Wir möchten aber noch gerne einen Marker sehen. Ja, das haben wir jetzt hier. Und um das zu sehen, drücke ich wieder F5 im Chart. Und dann dauert es einen kleinen Moment. Das Ganze wird neu geladen. Und wir sehen jetzt hier, sind entsprechend Marker erzeugt worden, entsprechend der Kriterien, die wir haben möchten. Denn hier mit dieser roten Bar bricht ja der Körper mit Bar Close eben die Level, die wir hier haben. Und dann wird uns ein Marker erzeugt. Auch hier mit dieser positiven Bar, auch hier bricht ja der Körper selber dieses Level, erfüllt eben selber die Bedingungen, dass es unten, so haben wir das ja eingestellt, einen Rig von maximal 10 Ticks gibt, in diesem Fall also 0, und erzeugt damit ein Signal. Und so können wir das hier eben für alle verschiedenen Varianten auch noch weitermachen. Ich schalte das hier mal wieder ab für Body Touch. Das Ganze können wir nämlich auch für Wick Touch machen, dass hier das Ganze nur dann angezeigt wird, wie beispielsweise hier, wenn solch ein Level von einem Wick gebrochen wurde, also wenn es hier eine Ablehnung gab. Ja, ich schalte also auch hier bei dem Wick Touch auf Max Wick, Show Signal Marker und aktualisiere das einmal und habe dann hier auch gleich wieder meine Signale entsprechend dort, wo ich sie haben möchte, in dem Fall jetzt hier an der Stelle, weil wir hier das Level an der Oberseite haben und das Level hier entsprechend brechen. Ja, muss ja quasi dann die gleiche Richtung sein. Und dann klappt das hier eben auch für das Short-Signal, weil wir ja hier von oben kommen. Ja, auch hier haben wir das entsprechend, hier brechen wir das ja auch hier oben, hier brechen wir das und so kommen wir da eben sehr, sehr gut hin. Das ist dann für Wick Touch das Signal. Für Bar Close Inside, auch das haben wir hier wieder. Ich schalte das hier einmal auf Max-Wick an. Und in Bar-Close-Mode haben wir auch Body, Wick und Bar. Wie gesagt, die Einstellungen sind hier alle beschrieben. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit den Settings. Aber mit der Bar-Close-Inside bedeutet einfach, dass wir den Close dann innerhalb von dem Wick sehen möchten. Und wenn ich das aktiviere, dann sehen wir das auch gleich. Ich mache jetzt hier auch noch einmal F5, um das zu aktualisieren. Und dann sehen wir das gleich. Hier haben wir zum Beispiel, dass hier der Close, ja, das ist der Close der Bar und der ist eben innerhalb von diesem Wick, welcher hier ein Signal erzeugt hat. Auch hier sehen wir das ja, hier ist der Close innerhalb von diesem Wick. Ja. Und so sieht man hier eigentlich ein paar ganz nette Beispiele, das kommt relativ selten vor, aber das ist für einige Chart-Typen und für einige Handelsansätze sehr wichtig, dass wir hier damit Ablehnungen uns anschauen können. Ja. Also ihr seht, das gibt es nicht so oft, diese Variante. Aber wir hatten ja hier zwei Beispiele da. Ich scroll mal zurück, wo wir das hier hatten. Da sieht man das dann. Und damit können wir dann tatsächlich sehr, sehr viele Fälle abdecken, um dann damit zu arbeiten. Im nächsten Video schauen wir uns das Ganze dann nochmal kurz an für die Kalkulation von Min-Wick.